Das wäre bemerkt. Nein. So, ihr blöd, du blödes Auto. Geh kaputt. Ich bin kaputt. Schade. Wirklich? So, ich wurde unterbrochen. Darum geht's jetzt erst weiter. Aber ich weiß noch, dass ich gerade gestorben bin. Dass ich das nicht so toll fand. Unsichtbar, genau jetzt. Fuck. Vier japanische Koreaner. Die Elite. Stirb. So. Ist euch eigentlich schon in der Zwischenzeit aufgefallen, dass ich ein neues Headset habe? Und dass sich meine Stimme jetzt noch wohltuender anhört? Und noch schöner und besser. Hoffentlich. Ist nämlich so. Und ich habe jetzt auch eine dicke 2 TB Platte im PC drin. Oh, ich wurde von irgendwo her, werde ich da oben. So. Wo fahre ich eigentlich gerade? Egal, Kontrollpunkt. Und schon wieder unterbrochen. Aber diesmal war es was Gutes. Ich habe Chips gekriegt. Darum beschwere ich mich mal nicht. Und jeder, der Chips weiß, mag. Jeder, der Chips mag, weiß, warum nicht. Boah, ich bin jetzt schon wieder total durch den Wind, Alter. Total. Obwohl das hier wahrscheinlich eh keiner mehr sehen wird. Wofür mache ich eigentlich die ganzen Videos? Frage ich mich gerade so. Okay, ich hab wie eine Frau eingeparkt. Ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Das hat immer der Typ, der da tot drauf liegt, eine schöne, anständige Beerdigung. So. Go Age Games, Go Age Games. Koreaner WTF, Age Games for the win. Ja, das gefällt mir. Rambo. Da 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 da. Oh. Ich habe gerade gemerkt, dass wir uns eben total verfahren haben. Edge Games for the win. Übrigens, wenn euch Age Games gefällt, abonniert es. Da steht noch einer.
Oh nein. Müssen wir unser Auto hier lassen? Nein, das krieg ich wenigstens eine schöne Beerdigung. Ist es kaputt? Ah. Nein! Oh, ist das peinlich! Oh, ist das peinlich! Das ist ja noch schlimmer im ersten Teil, wie bei Crysis 1 eben, wo ich durch den Baum gestorben bin. Jetzt bin ich durch meinen. Oh, ist das peinlich! Jetzt bin ich durch meine eigene Granate gestorben, mit der ich mein Auto beerdigen wollte. Kacke! Was kommt davon, wenn man zu viel Minecraft spielt? Das nimmt dein Gehirn dann. Oh, die Werbetafel, da ist ja gerade kaputt gegangen. Das sah natürlich cool aus. So, waren das alle? Wow, wo kommt denn das Loch daher? Der da oben, lebt der noch? Oh, fuck. Das hat mein Auto erwischt. So. Aha, Waffe benutzen. Kann ich die nicht irgendwie abmontieren? Perfekt, unendlich Feuer. Nützt mir nichts. Ich bin schneller als das Auto. Welcher Helikopter? Hier oben picknicken. Schön. Das ist der Helikopter. Wo sind die zwei Jeeps? Ja. Was war das? Wow. Das war tiefer als gedacht. Ein ganzes Stück tiefer. Oh fuck, ich bin ja gar nicht unsichtbar. Jetzt aber. Kann man das kaputt machen? Schade. Pech. Also, die haben Verstärkung gerufen. In der Zwischenzeit verziehe ich mich mal hier, falls ich es noch schaffe, in diesen Container. So, und hier halte ich jetzt den Rest aus. Fast gewonnen. So. Wir sind ja auch schon fast am Ende für heute, ist mir gerade so aufgefallen. Schade eigentlich. Macht wirklich sehr viel Spaß. Also als. Ja, doch noch nicht raus.
Letztes Urteil kann man sagen, dass mir tatsächlich der Crysis-Einstieg besser gefallen hat. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist irgendwie so. Der hat mich mehr überzeugt. Vor allem am Anfang direkt hat man diesen Wow-Moment, als man mit dem Fallschirm da runterkommt und der auf einmal kaputt geht. Und dann ist auf einmal dieser Sonnenaufgang, das war zwar hier auch so. Bug. Aber da kam das cooler rüber und dann auch noch, wo dieser halb zerfetzte Kollege da lag, dann dachte man auch so, wow. Ja, und Crysis hat mir besser gefallen. Muss ich so sagen, aber dieser Einstieg ist auch nicht schlecht, also. Ich bin gespannt, wie das Spiel jetzt noch wird, aber spiel es am besten selber. Nicht immer nur Leuten beim Spielen zugucken, selber spielen. Also ich würde mich jetzt fast verabschieden, aber ich will jetzt noch wie ein Held sterben. Also Age Games sagt Tschüss und kämpft wie ein Spartaner bis zum Tod. Bis zum nächsten Mal bei Age Games.